Schönen guten Morgen, hier ist. Schönen guten Morgen, sage ich schon. Schönen guten Morgen, hier ist euer Prinz und ich nehme euch heute mit auf einen ganzen Tag bei Skate Fever. Wir haben heute die allerersten Proben, wo wir alle Kandidaten quasi einmal sehen werden, wie sie tanzen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich filmen darf, aber ich mache es einfach trotzdem, weil man lebt nur einmal. Und man lebt nur einmal. Deswegen immer dann, wenn keiner zuguckt, dann filme ich für euch ganz geheim, wie es Backstage bei Skate Fever abläuft. Ich muss sagen, ich freue mich total, dass ich mit Gülcan zusammen trainieren kann. Und die ist auch super nett und ich kenne die ja von MTV und Viva und sowas. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Nee, von Viva, nicht MTV. Ist ja auch egal. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Früher als kleiner Bursche habe ich mir das angeguckt und ich fand die so cool. Und die hatte auch diese Sendung mit I'm so lucky, lucky, I'm so lucky, lucky. Und auf einmal sehe ich die in echt und wir verbringen Zeit miteinander und wir sind bei so einer Competition dabei. Also das ist total verrückt für mich, das jetzt alles erleben zu dürfen. Und ja, so gut, so weit, so, naja, wir haben tatsächlich nicht so viel proben können. In der Probezeit lag auch daran, dass sie ein Baby hat, was sie stillen muss. Und das Baby ist natürlich nicht so wie ein Computer, den man programmiert und ausschaltet, sondern da ist es auch manchmal so, dass während der Zeit, wo man eigentlich proben sollte, das Baby leider ein bisschen nicht so, dass es dir nicht so gut geht. Und so hatten wir nicht so viele Proben, aber jetzt egal, schwamm drüber. Wir haben unser Bestes jetzt in den Proben gegeben und werden hoffentlich heute eine schöne Generalprobe haben, denn morgen geht es ja los mit der ersten Show. Also ich nehme euch mit. Wir hatten jetzt die erste, besser gesagt, wir hatten jetzt die zweite Probe auf dem Parkett. Ich finde, es lief auf jeden Fall besser als die allererste Probe gestern. Aber dennoch, ich habe total Bammel vor der Show, weil das alles jetzt so schnell geht. Damit man das besser versteht, also wir hatten insgesamt so, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen Zeit, um überhaupt Rollschuh fahren zu lernen und eine Choreografie einzustudieren. Wir hatten Nigel, einen super tollen Trainer, der auch für Starlight Express gefahren ist. Und nun ja, wir hatten in einem Raum Proben, wo wir so einen komischen Gummiboden hatten. Also der war überhaupt gar nicht glatt. Und jetzt auf einmal auf einem glatten Boden zu sein, ist für uns richtig die Hölle. Aber Gülcan und ich versuchen unser Bestes. Aber jetzt versteht zumindest die ganze Umstände. Heute Abend haben wir dann wahrscheinlich noch die Möglichkeit, ein letztes Mal mit den Klamotten das zu machen. Und dann morgen ist es dann soweit. Da muss abgeliefert werden. Und der Boden ist sehr, sehr, sehr glatt. Also wir hatten jetzt 2 Tage Zeit ungefähr, um auf den glatten Boden das zu machen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Vor allem so viel drum und dran. Da sind Leute, da ist eine Kamera, hier proben Leute. Man hat nicht so viel Zeit, um wirklich die Ruhe zu finden, um das für sich nochmal alleine auf der Tanzfläche mal durchzugehen. Geschweige denn, einmal mit Musik das durchzumachen, ohne dass da noch was anderes Neues dazukommt und zu beachten ist. Und deswegen versuche ich, jede ruhige Minute zu genießen, um zu mir zu finden und nochmal alles durchzugehen und zu gucken, okay, das könnte ich dann so noch besser machen, dass ich mir das im Kopf das alles nochmal üben kann. Jetzt haben wir ganz kurz ein Vorstellungsvideo gemacht und dabei bin ich gestolpert. Ich habe versucht, das einfach zu überspielen. Denn wenn was schief geht, einfach so tun, es gehört das dazu. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass meine Socken wieder kaputt gegangen sind, obwohl sie genäht waren. Schau mal. So sehen meine Socken jetzt zurzeit aus. Und ja, jetzt hier ist so blau. Es kommt aber nicht vom Rollschuhfahren, sondern vom Konzert, wo ich war. Vor Monaten. Und das ist immer nicht abgehalten. Übrigens, alle anderen Kandidaten haben eben voll die krassen Taschen hier von, weiß ich nicht, was für Marken und so, Koffer. Ich komme einfach mit der Lidl-Tüte, weil ich denke mir so, stay real. Ich komme aus dem Ghetto und bringe das Ghetto quasi mit. Also Lidl-Tüte mit einer Gabel von zu Hause und sowas. Ich habe halt auch nicht so geile Klamotten und sowas. Jetzt finde ich es total angenehm, weil hier ist nicht so viel los und man kann langsam so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich habe jetzt unten noch mal kurz üben können und langsam freunde ich mich mit diesem Boden an. Der Boden ist Eis, also so richtig eisglatt, Glatteis, ich habe keine Ahnung, wie man es sagt. Auf jeden Fall ist der richtig glatt und egal wie gut wir dachten,
erfahren zu können bei den Proben, zumindest bei den letzten Proben, dass das alles wieder über den Haufen geschmissen, weil der Bogen ganz anders ist. Jetzt habe ich das Outfit an, das ist so eine Art, ich weiß nicht, Blazer oder Anzug? Anzug. Anzug, ja. Also willst du es kurz halten, dann kann ich es mal ganz kurz lang, also groß zeigen. Sicher. Das ist der Anzug und ich habe natürlich die Rollschuhe an. Und jetzt machen wir so eine Art Trailer-Dreh. Danke sehr fürs Halten. Jetzt haben wir, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt werden wir ein paar Fotos machen, Interviews und dann geht's aufs Parkett. Wir sind schon sehr, sehr gespannt. Aber wir haben jetzt auch nochmal das durchgegangen, sind nochmal alles durchgegangen. Und ich finde, es wird immer besser. Auch bei mir, ich werde sicherer. Gülcan macht es sowieso immer, wir passen uns aneinander an. Ja, wir sind ein perfektes Puzzle. Wir ergänzen uns. Ja. Gülcan hat jetzt ihren Solo-Shoot und so sieht das so ungefähr aus. Wir haben hier auf der Rollfläche so ein Blitzmaschine, ich weiß nicht, wie das heißt, auf jeden Fall da, wo die Fotoleute Fotos machen. Er macht Fotos und für privat auch. Und so sieht das dann aus. Das hatte ich auch gerade, aber ich sehe natürlich nicht halb so sexy aus. Wow. Also wenn es jetzt nur ums Aussehen und so geht, haben wir zumindest einen Punkt, einen Pluspunkt schon mal. Und jetzt dann haben wir die erste Stellprobe. Anna ist schon ready to rumble. André? Die sind auch ready und sehen fantastisch aus. Wer bin ich? Wer bin ich? Wir haben jetzt ein paar Teams gesehen und ich muss sagen, die Teams sind also so gut. Die sind einfach Ciao Kakao. Wir bekommen alle 10 Punkte bei den Proben, weil man weiß ja nicht, wie die Jury entscheiden wird. So, jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Die ersten Proben liefen mal schon mal okay, nicht so toll. Und jetzt bin ich echt sehr, sehr gespannt. Hier hinten, wie ging's euch? Man sieht euch leider nicht so gut, gell, weil das so spiegelt. Voll hässlich. Aber wie fühlt ihr euch? Die waren so toll. Wir waren okay. Wochenende. Ja, morgen geht's erst mit Wochenende los. Also, eine Nacht schlafen, danach geht's los mit dem Ernst des Lebens. In der Probe war das so, dass Gülcan und ich ganz unten waren und auch durch die Spiele uns nicht mehr hochkämpfen konnten. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause, besser gesagt im Bett und habe den Tag nochmal Revue passieren lassen. Es ist so viel passiert und ich muss echt sagen, dass es eine ganz große Challenge ist, bei dieser ganzen Situation noch positiv gestimmt zu sein und zu sagen, hey, wir machen das, das wird alles toll. Bei der letzten, bei dem letzten Durchgang waren Gülcan und ich tatsächlich einfach nur, weil wir natürlich proben müssen, wenn jemand irgendwie rausfliegt oder so, waren Gülcan und ich ganz unten. Und mit am wenigsten Punkten versehen. Gülcan war in diesem Moment Gott sei Dank nicht da. Bedeutet, sie hat das nicht gesehen, nicht mitbekommen. Aber ich stand dann da mit einem anderen Lichtdubel und hoffe einfach nur, dass es kein Déjà-vu-Erlebnis morgen sein wird. Wir werden natürlich nochmal versuchen, alles zu geben. Aber ich muss sagen, dass die Aufregung mich am meisten fertig macht tatsächlich. Jetzt, wo wir alle anderen Pärchen gesehen haben und ich natürlich jetzt auch sehe, dass meine Vermutung leider stimmt, dass wir mit Abstand nicht das beste Team sind, wird es morgen wirklich eine Zitterpartie werden. Vielleicht wird, vielleicht ist es gut, dass die Jury und sowas nochmal alles mit in die Waagschale mit reinwirft, dass wir ab und zu nicht so viel Zeit hatten zu proben, dass ich beispielsweise nie auf Rollschuhen irgendwie gefahren bin und da mordsmäßige Angst habe. Denn es ist ja natürlich nicht so, dass nur weil man jetzt mit dem Hintern wackeln kann zum Tag, dass man dann auf einmal Rollschuhe fahren kann. Für mich ist das so, als hätte man mir die Beine abgeschraubt und mir irgendwelche anderen Beine drauf gemacht, mit denen ich erstmal laufen lernen muss. Und in der kurzen Zeit ist das wirklich schwierig. Aber ich muss sagen, ich freue mich total für die anderen, weil die haben das so toll gemacht bei den Proben. Leider darf ich euch da natürlich nichts zeigen. Aber in der Sendung wird man das wahrscheinlich dann auch sehen, dass die das alles so fantastisch schön und toll gemacht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht diese Show noch überleben und dann die nächste beispielsweise
nochmal vielleicht die Chance haben, nochmal ein bisschen mehr zu zeigen. Ich war gerade mit Manfred auch ein bisschen spazieren und er hat auch gesagt, dass er sich sehr viel mehr erwartet hatte von uns, von meiner Leistung vor allen Dingen, weil Gülcan, die macht ja, das macht sie ja super, auch dafür, dass sie so wenig Zeit hatte zum Trainieren. Und ich habe gerade auf Instagram gescrollt und da kam dann so ein Meme, was mir jetzt wieder Mut gemacht hat. Man muss einfach, egal ob das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen schwierig ist, immer positiv bleiben und weiter arbeiten dran. Und das werden wir morgen auch machen. Heute ist der große Tag. Heute findet, ich sage jetzt mal, das Finale von der ersten Show statt. Wir haben jetzt noch eine Stunde zum Proben. Ich werde jetzt gerade von meinem super tollen Fahrer Kai hingefahren. Den muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Hier seht ihr seine wunderschönen Augen. Hallo. Sieht gut aus, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Gestern hatte er hier so ein Skateboard, denn er skatet gerne, aber heute nicht. Und nach der Probe geht es, glaube ich, gleich los mit der nochmal Durchlaufprobe, wo nochmal alles durchgelaufen wird und danach Showtime und dann sehen wir, was kommt. Ich bin aufgeregt, aber ich habe mir einfach gesagt, hey, genieße den Moment, es könnte der letzte sein, einfach das Beste geben, Spaß haben. Es geht ja eigentlich nur darum, Spaß zu haben. Und dann wird der Herrgott entscheiden, wie es weiterläuft. So, wir haben jetzt die Probe, die letzte alleinige Probe geschafft. Gülcan, wie ist dein Gefühl? Mein Gefühl ist Top 3 auf jeden Fall. Also Top 3 Mitte, hinten, vorne, links, rechts, aber irgendwas mit einer 3 habe ich im Gefühl. Okay, also hoffen wir mal, dass es klappt. Was sagt der Nigel? Das ist übrigens unser Trainer Nigel. Ja, 3, 33. 3 meine ich, ja. 3, also was meinst du mit 3? Platz 3 Mittelfeld. Gutes Mittelfeld. Gut, dann hoffen wir mal, dass es stimmt. Jetzt geht's weiter. So sieht das übrigens hier im Backstage aus. Hier werden die ganzen Kostüme geschmiedet und gemacht und gebügelt und Schuhe und überhaupt. Und ursprünglich sollte ich ja so ein pinkes Ding tragen, aber das ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ach, das ist auch egal. Da sind wir auch Immungegen. Und jetzt gibt es was zu essen und zwar, es gibt vegetarisch Wurstbrötchen, da sind die meisten schon weg. Ich werde mir so eins schnappen, weil ich sehr unorthodox bin und einfach Wurst esse. Wobei diese vegetarischen Dinger, die sehen eigentlich besser verpackt aus. Und Käsebrötchen, das ist jetzt unsere Pause. Oder vielleicht ist es auch nicht unsere Pause, aber ich nehme es trotzdem mit, weil ich habe nichts gegessen. Hier ist jetzt gerade Make-up-Time. Ich war jetzt gerade im Make-up. Und bin soweit fertig. Jetzt gehe ich erst noch auf die Toilette, dieseln, bisschen was zum Essen snacken. Und hier ist Manfred! Wir waren gestern noch spazieren, also es ist ein Video, ja. Weißt du? Okay. Hallo! Juhu! Und du hast mir gestern richtig Angst gemacht beim Spazieren gehen. Hab ich ja? Ja. Das war die Fassade. Ja, genau deswegen. Aber das machen wir später, nicht mit der Kamera. Später. So, ich habe jetzt ein bisschen Hunger und ich habe mir jetzt Manfred geschnappt. Der wird mir eigentlich essen gehen wollen, dass ich alleine gehe, aber er ist jetzt gerade am Flirten mit Janine. Gehen wir essen? Ja. Immer wenn die Kamera an ist, machst du dieses Gesicht. Du siehst viel hübscher aus mit dem normalen Gesicht. Willst du? Ja. Also, das ist meine Meinung. Was vielleicht reicht. Also, du siehst eh immer gut aus. Schau, hier haben wir nämlich unser Essen und da gibt es Ananas. Ich weiß aber nicht, wieso Ananas. Richtig, ich bin Theo. Hi, Manfred. Also Ananas ist leider leer. Es gibt einen Käse, Wurst. Deswegen müssen Manfred und ich was anderes machen heute Abend. Leider. Manfred, was ist das, was du isst? Was ist das? Ein Apfel. Warum? Der ist gesund. Warum? Der ist gesunder Apfel. Schau, was ich esse. Aber warum Apfel? Es muss nicht sein. Wir leben nur einmal. Wir hatten jetzt die Probe, also noch eine letzte Durchlaufprobe, bevor es wirklich losgeht. Und ich schwöre euch, es lief so wie eine Generalprobe laufen soll, es lief echt nicht gut. Es war, ich bin hingefallen, ich habe es versucht zu retten. Jetzt einen Moment. Wenn die Show ist, einfach durchziehen, weitermachen, Spaß haben. Ich glaube, man soll jeden Moment so leben, als wäre es der letzte. Und hallo Lidl-Tüte, voilà, am Start.
So, das ist jetzt die letzten Backstage-Minuten vor dem Auftritt. Jeder macht sich fertig und die liebe Jazz hat uns besucht. Ich war auch dabei. Ja. Ich gucke mir alles ganz genau an. Ich bin mal gespannt, was du da sagst. Ich kratze euch alle vom Boden dann. Ja, also nicht zumindest. Du wirst das schon machen. Ja, ich meine, wenn du zuschaust, hast, ich bin noch mehr aufgeregt. Ja, ich bin noch mehr aufgeregt. Dann guck einfach nicht hin. Okay, ich stelle mir vor, du bist nicht da. Ja, bin ich da. Und damit guckst du auch das. Mann, schade. So, ich habe mich jetzt nochmal schnell runtergeschlichen, habe ein bisschen geübt auf der Fläche, dass es besser geht. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Und jetzt gehe ich erstmal essen mit Adriano. Was geht? Danke, dass du gewartet hast. Kein Problem, gerne. Er hat leider ein bisschen Pech, weil seine Partnerin Corona hat. Und jetzt tanzt du mit deiner Trainerin. Das sieht richtig toll aus. Ja, die ist top, mega vom Aussehen. Ja. Wenn ihr diese Kinder gesehen habt, ihr werdet alle staunen. Das richtig krass. Ja. Und du bist auch so krass, wie schnell du diese ganzen Sachen gelernt hast. Ja, du bist so ehrgeizig. Ehrgeizig, gut aussehen, gut gebaut. Schau, ihr seht, so gut gebaut. Also, wow. Richtig gut gebaut. Also, ich habe mir jetzt Fleisch mit Reis genommen. Adriano hat sich auch Fleisch genommen, anderes Fleisch. Und so Hühnchen. Langsam geht echt die Pumpe. Langsam geht wirklich die Pumpe. Wir brauchen das Essen, um fit und stark zu sein für diesen heutigen Abend. Er nimmt einfach ein bisschen Fleisch. Schau, meine Portion und deine Portion. Krass. Also du brauchst ja Muskeln. Stimmt schon. Ja. Ich schwöre euch, Adriano ist so heiß und er geht einfach mit mir essen. Wir sind jetzt hier alleine am Tisch und essen. Ich schwöre. Ich weiß, ich stehe nicht auf Jungs, aber trotzdem. Und er bringt mir sogar was zum Trinken. Was ist das für ein Service? Ich schwöre, das ist nicht mehr normal. Yoshi hat sich zu uns hinzugesellt. Er ist Kamera- und Tonmann. Und das Geilste ist einfach sein Tattoo. Seht ihr das? SpongeBob und Patrick. Nein. Ich feier dich. Ich mich auch. Seit DSDS, fast 10 Jahre ist es her. Und wer hat da gewonnen? Stimmt, wer hat gewonnen? Er war's. Krass, du warst mit dabei. Ich habe mir jetzt schon einen Nachtisch geholt und zwar Milchreis. Und hier wird noch ein bisschen weiter gegessen. Ich glaube, Augen größer als der Magen, gell? Ja, da war der Hunger so groß und dann habe ich mich überschätzt. Also wir haben jetzt 18.30 Uhr, es geht in einer Stunde los. Ich esse Adrianos Teller, ja, weil er ist halt noch voll. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will auch so aussehen wie er, deswegen esse ich jetzt genau das Gleiche wie er. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. Wir haben gerade festgestellt, dass, jetzt kannst du es sagen. Die, also meine Trainerin, die Sekina, die tut ja stillen, deswegen ist sie nicht da. Und bei dir? Ist die Gülcan, die stillt und deswegen ist sie auch oft nicht da. Und das ist total witzig, haben wir jetzt gerade herausgefunden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt alleine essen, also zusammen essen, weil wir sonst alleine essen würden. Ja, weil ich wollte gerade essen gehen, habe gesagt, hey, komm doch mit. Wow. Du warst ja noch auf Rausch und ich dachte, du willst trainieren, aber... Ja, ich war fertig mit dem Trainieren. Total geil. Schau mal, was für eine geile Haut du hast. Hier. Ja, deine Kamera ist mega. Ja, aber schau, bei mir so, aber bei dir, krass. Was, du hast doch auch gut aus. Richtig krass. Von hier geht es, aber so, krass. Unser Thorsten hat ein richtig geiles Outfit bekommen. Das sieht richtig cool aus. Ich fühle mich wohl. Sehr wohl. Ja, ich fühle mich auch wohl. Vor allen Dingen so diese Aussicht hier unten. Muss ich schon sagen. Jetzt habe ich mich für etwas entschieden, was vielleicht nicht so gut für meine Knie ist. Wir haben nämlich einen Part in der Choreo, wo wir auf den Boden rutschen, auf den Knien rutschen. Und ich habe hier so Knieschützer, Schuhe. Die sieht man total, wenn man diese Hose anhat und deswegen glaube ich, wäre es hier für dieses eine Mal, weil es ja wirklich das letzte Mal mit dieser Choreo sein wird oder vielleicht auch das letzte Mal überhaupt in der Show, werde ich dann die Knieschoner ausziehen. Einfach nur, dass es vielleicht besser ausschaut. Ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung bereuen werde. Was würdet ihr empfehlen? Anlassen oder auslassen? Also die wenigsten haben Knieschoner an, deswegen werde ich die wahrscheinlich ausziehen. Jetzt geht es schon los, es sind tatsächlich die Leute da hier und jetzt steigt die Aufregung. Ich hoffe, das wird alles gut gehen. So, jetzt, oh mein Gott, jetzt werden wir verkabelt und Gülcan ist auch mit am Start. Ja, auch ganz zufällig, wie beide. Ja, gell? Ja, also, wie fühlst du dich gerade? Gut, ich fühle mich gut. Also ich merke es jetzt noch nicht, dass es losgeht komischerweise, aber ich glaube, wenn ich im Tunnel stehe, dann kommt der Rollertunnel. Ja, und ich hoffe, dass wir richtig schön rollen. Auf den Dancefloor. Das wird entspannt sein, dass sie Spaß haben, so wie wir bei den Proben immer waren. Ja. Aber alles gut, ne? Super. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen.
Und hier Adriano! Hi! Ich finde dein Outfit ja mega und du kannst sowas tragen, weil du bist einfach stabil. Dankeschön. Richtig stabil, ich schwöre, richtig stabil. Ich war schon länger nicht mehr im Fitness, weil ich ja nur noch mit Rollstuhl trainiere. Aber kann sich sehen lassen. Kann sich nicht sehen lassen. Und hier Linda, aka Normani. Wir sehen so toll aus, auch hier. Fantastisch. Also wir müssen ja mit dir mithalten. Oh, er ist auch noch charmant. Gut aussehen, talentiert, charmant. Was ist los? Wir können einfach alles. Wir sehen, hier geht der Tumult los. Überall Interviews, Kameras. Die Jury ist schon da. Hier werden mir die Hosen noch... Aber ich kann das auch machen. Girl, you don't have to do that. Die sind alle hier so nett. Und die kümmern sich darum, dass wir gut ausschauen. Vielen Dank. Das sind jetzt die Hüte, die wir bei Performance tragen. Ich hoffe, das sieht einfach gut aus. Ah, wir bekommen noch... Wir müssen den kurz tauschen. Sehr gerne. Sag, dass der zu locker ist. Zieh den richtig runter. Die Locken halten, das geht schon. Mhm. So, das sind die letzten Sekunden vor der Show. Ich werde jetzt noch abgepudert. Und hier ist wirklich ein Trubel. Die Jury steht hinter mir und ich glaube, meine Haare machen, was sie wollen, was ich gerade sehe. Ich hatte nämlich gerade den Hut auf, mit der Hut. So erst später drauf, habe ich aber jetzt erst erfahren. Deswegen versuche ich jetzt die Haare ein bisschen nochmal so zu machen. Story für Insta. Das ist jetzt die letzte Story, bevor ich sterbe. Ich muss mein Testament noch festhalten, dass falls ich jetzt am Dancefloor sterbe und krepiere, alles geregelt ist. Deswegen mache ich das auf Video. Also Oma, du bekommst irgendwie alles und Papa, du gehst leider leer aus. Es tut mir leid. Gleich geht's los für die Challenge. Jetzt gibt's ein ganz kurzes Make-up-Check-Glow-Up und ich mag meine Haut so Dinge sind. Wir sind gespannt, ob wir das hinbekommen. Eine gute Zeit dahin zu bekommen. Aber auch wenn wir keine gute Zeit haben, haben wir eine gute Zeit. Hauptsache Essen. Ja, genau. Und zwar gesund. Wann kommt die ungesunde Variante? Schokolade oder so? Immer am Sonntag. Oh, okay. Müssen wir ein bisschen warten. Wir hatten jetzt unseren Auftritt. Es war einfach nicht mehr normal. Wir haben so viele Punkte bekommen. Ich bin total schockiert, dass wir so viele Punkte bekommen haben. Also ich hätte mir auch, oder uns, ich hätte uns schon ganz gute Punkte gegeben, aber nicht so viele von Detlef. Mhm. Von Konstanze. Ich war total schockiert. Ich dachte erst, es ist ein Spaß und sie schreiben das noch um, aber... Sie fanden die Performance einfach toll. Ja, tatsächlich. Und ich finde super, dass unsere Beinfigur super geklappt hat. Genau. Das war bei den Proben ja echt bei mir ein Knackpunkt. Heikel, ich war auch immer zu spät, immer da haben wir es irgendwie hinbekommen. Super, es hat super gepasst alles. Und wir waren sehr, sehr on time. Und alles war sehr synchron. Ja. Also das war perfekt. Ja, aber weil halt Nigel das uns so gut eingezeichnet hat hier. Gute Arbeit. Yeah. Good job. Gerne einmal durch. Gleich kommt die Verkündung, aber wir haben jetzt schon Party! Yes! Wir wissen zwar nicht, wer weiter ist oder nicht, aber wir haben Spaß! Wir dürfen alle bleiben! Eine Runde weiter! Es ist unglaublich! Schaltet beim nächsten Mal auch wieder bei Dancing Ride. Es hat so viel Spaß gemacht. Und wir müssen jetzt wirklich ranklotzen. Ciao! Viel Spaß! Nicht vergessen zu abonnieren und Like da lassen und schreibt gerne runter, wie ihr die Entscheidung findet.